Du wirst durch Pamela Reif Workouts keinen definierten Bauch bekommen. Du willst abnehmen, flachen Bauch bekommen und machst jetzt ganz viele Workouts, vielleicht auch Pamela Reif Workouts. Lass das mal lieber sein und fokussiere dich auf andere Sachen. Bleib jetzt dran. Erstmal eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist, was übertrieben viele Menschen verwechseln. Also, wenn du hier noch Bauchspeck hast, dann musst du verstehen, dass es einmal das Fett gibt am Bauchbereich, am vorderen Bauchbereich, meistens hier so im unteren Bauchbereich, und die Bauchmuskulatur. Und das ist ein Unterschied. Was passiert jetzt bei Workouts, bei jeglichen Workouts, die man macht, auch bei Pamela Reif Workouts, die meistens auf den Bauch angelehnt sind, auf die Beine etc., aber wir sprechen gerade über den Bauch, was passiert da? Bei einem Workout geht nicht das Fett am Bauch weg. Das heißt, das Workout, auch wenn der Bauch hier brennt, geht nicht das Fett weg. Das Fett bleibt. Das Fett ist unbeeinflusst vom Bauchtraining. Auch wenn der Bauch brennt, geht da kein Fett weg. Das Einzige, was passiert, ist, dass diese Muskulatur, die unter dem Bauchfett ist, vielleicht ein bisschen mehr wird. Also sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, so ein bisschen mehr wird, so ein bisschen größer wird, dass es auf einmal nicht nur so flach ist, sondern vielleicht so ein bisschen mehr Muskulatur da ist, sozusagen. Ein kleines bisschen mehr. Du siehst aber, das Fett bleibt davon unberührt, denn man kann nicht gezielt Fett verbrennen. Dementsprechend solltest du, wenn du einen flachen Bauch bekommen willst, nicht den Fokus darauf setzen, irgendwelche Bauchmuskulatur zu trainieren, weil wenn das Bauchfett immer noch da ist, dann wird der Bauch nicht flach und er wird auch nicht definiert, weil das Fett einfach drüber ist. Das Einzige, was passiert, ist, dass diese Fläche hier ein bisschen mehr wird. Du musst also dafür sorgen, dass du eher dieses Fett hier, dass du das loswirst. Das sollte deine Nummer 1 Priorität sein, bevor du irgendwie dich um die Bauchmuskelworkouts kümmerst. Und da sehe ich extrem viele Leute bei, dass sie sich denken, hey, sie wollen einen flachen Bauch bekommen, gerade jetzt im Sommer, und machen dann ganz viele von diesen Workouts, vielleicht sogar 2 Stück am Tag, mehrere Male, und wundern sich dann, warum sie keine Erfolge mehr sehen. Das ist gefährlich, denn wenn du Zeit reinsteckst, Energie reinsteckst, Nerven reinsteckst und du siehst keine Erfolge, das demotiviert dich dann vielleicht, das frustriert dich, und dann machst du 2-3 Monate diese Workouts, wunderst dich, warum du vielleicht kaum Erfolge siehst, und dann gibst du irgendwann auf, weil du dir denkst, ja, wofür mache ich das Ganze eigentlich? Ich stecke so viel Energie rein, so viel Nerven, Herzblut, aber irgendwie tut sich eh nichts. Vielleicht sollte ich es dann wieder ganz sein lassen. Und dann kommt irgendein Tag, wo du rückfällig wirst, dann nimmst du wieder zu und dann denkst du dir, ach, das mit dem flachen Bauch, vielleicht ist das nichts für mich, vielleicht bin ich einfach nicht so der Typ dafür, vielleicht klappt das mit mir nicht. Für die anderen, für die ganzen Influencer, ja, aber für mich klappt das nicht, und dann gibst du irgendwann komplett auf. Und das möchte ich nicht. Also, was du machen musst, ist dieses Fett hier loszuwerden. Und wie bekommst du das los? Du musst auf jeden Fall in einem Kaloriendefizit sein. Also weniger Kalorien konsumieren, als dein Körper verbrennt. Dann wirst du garantiert Gewicht verlieren und hauptsächlich sogar Fett verbrennen. Es ist natürlich auch wichtig, dass du weißt, okay, wie erreichst du ein Kaloriendefizit so, dass es in dein Leben reinpasst. Dann könntest du einfach sagen, hey, ich esse jetzt einfach mal 2-3 Monate kaum was, nur voll wenig, mache übertrieben viel Sport. Klar bin ich dann im Kaloriendefizit, aber die Frage ist ja, wie kriegst du das so in dein Leben eingebaut, dass es für dich perfekt passt? Das heißt, du brauchst also eine Ernährung, die bei dir persönlich in deinen persönlichen Alltag, in dein persönliches Leben reinpasst. Dass du erstmal genau weißt, okay, wie viele Kalorien musst du essen, wie viele Proteine, Kohlenhydrate, Fette, und das ist bei jedem Menschen anders. Bei der einen Person ist es Zahl X, bei der anderen Person ist es Zahl Y. Und vor allem, wie das in dein Leben persönlich perfekt reinpasst. Weil diese ganzen Diäten wie Low Carb, Stoffwechselkur, Saftfasten, die sind alle darauf aufgebaut, dass du irgendwie in einem Kaloriendefizit bist, aber es ist einfach nicht alltagstauglich. Länger als 2-3 Wochen hält man sowas nicht durch, und deswegen brauchst du ein Konzept, was für dich persönlich passt. Wofür diese Workouts ganz gut sind, ist, wenn du eh schon einen sehr geringen Körperfettanteil hast, so diese Muskulatur so ein bisschen hervorzubringen, damit der Bauch noch so ein bisschen definierter wird. Du darfst aber nicht mit der Erwartungshaltung drangehen, dass du direkt was siehst. Das ist eine sehr langfristige Sache, und es reicht, das 1-2 Mal die Woche ein bisschen zu machen. Sowas wie beispielsweise spazieren zu gehen, also bei dem schönen Wetter rauszugehen, Schritte zu sammeln, das ist viel effektiver, weil du da viel, viel mehr Kalorien verbrennst. Jetzt könnte nämlich jemand sagen, hey Henry, klar, diese Workouts bauen nur die Muskulatur auf, aber die verbrennen ja auch Kalorien. Wie viel Kalorien verbrennt denn so ein Workout? 70, 80 Kalorien vielleicht, so ein Pamela Reif Workout, wenn man sich das mal so anschaut. Ich habe nichts gegen die ist super drauf. Habe ich überhaupt nichts gegen, aber ich habe was dagegen, wenn man denkt, dass diese Workouts einen flachen Bauch bringen. Das heißt, du verbrennst durch dieses Workout 70, 80 Kalorien. Wenn du eine halbe Stunde spazieren gehst, verbrennst du mehr als das. Locker mal 120 Kalorien oder wahrscheinlich sogar mehr. Dementsprechend ist das viel effektiver, und diese Workouts machen meistens auch nicht so viel Spaß auf Dauer. Hier haben wir beispielsweise eine Teilnehmerin von uns aus dem Coaching. Das ist einfach ein zufälliges Bild, was ich hier von unserer Wand genommen habe. Wir haben hier 100 Teilnehmern schon bereits geholfen, und diese Teilnehmerin hier hat kein Bauchtraining großartig gemacht von Pamela Reif. Natürlich kann man hier und da welche Sachen einbauen, aber dieser definierte Bauch, und man sieht den großen Unterschied hier, ist nicht durch so ein Workout entstanden, sondern durch die richtige Ernährung. Denn wenn du eine Ernährung hast, die perfekt auf dich angepasst ist, kannst du durch 1-2 Änderungen locker pro Tag 300-400 Kalorien einsparen, was auf Dauer mehrere Kilogramm an reinem Fett sein können.
und dann geht wirklich das Bauchfett weg. Wichtig ist aber, dass du auch weißt, hey, du kannst nicht gezielt Bauchfett verbrennen mit der Ernährung. Das dauert, du verbrennst Fett und Fett, vielleicht erstmal an den Schultern, an den Armen, am Beinbereich, vielleicht auch direkt am Bauch, aber meistens dann auch gegen Ende hin definitiv am Bauch und dann wirst du das Bauchfett auch los, vielleicht auch komplett ohne jegliches Workout gemacht zu haben. Ich garantiere nämlich auch, du hast schon Bauchmuskulatur. Du hast theoretisch einen definierten Bauch. Das ist einfach nur eine Fettschicht drüber. Die Fettschicht muss einfach weg quasi und dann scheint der definierte Bauch auch durch und dann bist du auch happy. Wir haben allein mit CL Coaching, mit unserer Firma, allein in den letzten 3 Jahren über 500 Frauen dabei geholfen, diesen definierten Bauch zu bekommen. Auch ohne jede Tag 3 von diesen Workouts zu machen. Wenn du sagst, hey, du willst vielleicht auch einen definierten Bauch bekommen, aber es hat bisher noch nicht so geklappt, dann können wir dir gerne mal bei helfen. Da kannst du gerne mal einen Termin ausmachen für ein kostenloses Erstgespräch. Da sprichst du mit mir persönlich oder einem Experten aus meinem Team mal über deine Situation. Wir schauen, wo du stehst, was dein Ziel ist und wie wir dir vielleicht mit dem Coaching auch helfen können, deinen Traumkörper zu erreichen. Ich würde sagen, mach gerne mal dieses kostenlose Erstgespräch. Geh auf www.henryzell.com, klick unter diesem Video auf den Link. Wir sehen uns da, gib dem Video einen Daumen nach oben und abonniere diesen Kanal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Dein Henry und ciao.